die Zeit, wir rennen mit, als hätten wir nichts Besseres zu tun. Tick-Tack, so ist die Zeit, aus Zukunft wird vergangen. Hallo und herzlich willkommen bei Radio VHR und Schlager TV. Liebe Zuschauer, ich habe heute einen großartigen Künstler und Sänger hier bei mir zu Gast oder bei uns hier zu Gast. Für viele sicherlich bekannt als der ehemalige Sänger von der Münchner Freiheit. Die Musik lief bei mir in der Kindheit auf einer Kassette rauf und runter. Also es hat mich sehr geprägt und ich bin heute noch ein Fan. Und ich freue mich sehr, dass ich Stefan Sauner heute hier begrüßen darf. Hallo Stefan. Hallo. Erstmal danke, dass ihr da seid. Freut mich auch ganz persönlich. Und heute beginnt die große Radio-Promotour bei euch. Das ist jetzt das zweite Interview heute? Das ist das zweite, ja, und das geht jetzt noch anderthalb Wochen so weiter. Ich muss jetzt beginnen, weil ich habe mich ja natürlich informieren müssen über dich und die Vergangenheit. Und da gab es in meiner eigenen Schreibe von dir, und da beginnst du mit dem Satz, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, so geht es mir jetzt eigentlich. Weil ich doch ein bisschen nervös bin. Aber du hast ja eine sehr, sehr vielseitige Musiklaufbahn und Karriere hinter dir. Es hat begonnen 1967, glaube ich, gell? 1967 hat es begonnen, ja. Das fing so an, dass meine Mutter, muss ich dazu sagen, die ist, damals nannte man es Krankengymnastin, heute würde man sagen Physiotherapeutin. Und die hatte jemand behandelt, der hieß Faltermeier. Mhm. Das war also eine Familie, er, der Harold Faltermeier und noch seine Frau. Und deren Söhne, nämlich Harold wiederum auch Faltermeier und Ralf Faltermeier, die hatten eine Band und suchten einen Bassisten. Mhm. Und ich hatte eigentlich vom Bassspielen überhaupt keine Ahnung, sondern ich war einfach nur interessiert, in der Band zu spielen. Das war für mich als alter, damaliger Beatles-Fan die schönste Sache der Welt. Also, und dann hat meine Mutter, dann haben wir irgendwo in so einem Trödelmarkt einen alten Bass gesehen, der hing da im Schaufenster, für 150 Mark, und den hat sie mir gekauft. Dann habe ich geübt und geübt und geübt und habe einfach gesagt, ja, ich kann Bass spielen, und bin dann da hingegangen. Und anscheinend habe ich die damit überzeugen können. Und dann war ich ab da Bassist. Okay. Also man kann sich das selber beibringen, sagen, ich bin Bassist, und dann klappt das perfekt. Ja, gut. Ich wusste schon ungefähr, also ich konnte so ein ganz bisschen Gitarre spielen. Mhm. Insofern wusste ich schon, wenn ich wo greife, dass, ob der Ton nach oben oder nach unten geht. So, so eine kleine Ahnung hatte ich schon. Aber Bass spielen ist dann doch noch was anderes wie Gitarre. Mhm. Der Harold Faltermeier, ist das nicht auch ein Filmmusikproduzent? Doch, doch, das ist genau der, ja. Aha. Er ist ein riesen erfolgreicher Filmmusikproduzent, damals mit Axel F. bekannt geworden. Mhm. Und durch dieses Bassspiel oder durch die Band wurdest du dann, glaube ich, auch von Udo Jürgens gefragt, ob du in seiner Band spielen magst. War das so richtig? Das ist richtig, ja. Nein, nicht ganz. Also er hat mich nicht gefragt, ob ich in seiner Band spielen könnte. Er hat nur gesagt, wenn ich nicht erst 15 gewesen wäre, was ich ja zu dem Zeitpunkt war, dann würde er mich gerne als Bassisten haben. Aber das geht sowieso nicht mit 15. Klar. Also. Ja, sicher. Hm. Ja, man hat ja dann auch noch die Schule vor sich. Und ja, das sowieso. Außerdem hat mich mal die Abendschau gefragt, da war auch mal so eine Sendung im Fernsehen, und ob ich mal was mit Musik zu tun haben möchte. Und die habe ich damals gesagt, nee, auf keinen Fall. Also das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Dass ich mit Musik, oder dass man von Musik... Dass man leben kann. Ja, das konnte ich mir schon vorstellen. Mhm. Aber dass ich da jemals diese Laufbahn anschlage, das hätte ich nie gedacht. Ach, es würde was fehlen. Es würde sehr viel Ach, fehlen. Danke. Ja, doch, nein, muss ich zugeben. Und dann folgt ja die schulische Laufbahn, klar, und Kunststudium in der Schweiz. Genau, genau. Also zunächst mal bin ich auf die Rabenbauschule, das ist eine Grafikerschule gewesen in München. Erstmal vom Gymnasium runter, weil meine ganzen Freunde, die auch schon auf dieser Grafikerschule waren, die habe ich voll beneidet, weil die haben schon in Richtung Beruf und künstlerischen, kreativen Schaffen arbeiten können. Und ich musste noch Latein lernen, und mit dem konnte ich ja überhaupt gar nichts anfangen. Immer noch nicht, davon abgesehen. und da war ich dann heilsfroh, wie ich dann endlich runterkam von der Schule und auch da Grafikerausbildung gemacht habe. Es hat allerdings dann anderthalb Jahre oder zwei gedauert, und dann bin ich nach Basel in die Schweiz gegangen. Und da habe ich ein bisschen freiere Kunst machen können. Mhm. Aber von der Musik bist du so nie losgekommen dann? Nee, aber auch, ich habe mir dann eine Gitarre gekauft, irgendwann vom eigenen Geld. Habe in Basel auch mal ein paar Freunde getroffen. Der eine hatte
Der hatte einen Synthesizer. Mhm. Das war also für mich auch schon, das war für mich allein schon der Punkt, um ihn, mit ihm Freund werden zu müssen. Egal, wie der jetzt okay. ist oder sowas. Ja? Mhm. Und dass ich das auch ein bisschen mal rumprobieren kann auf dem Synthesizer. Diesen Synthesizer habe ich mir dann Jahre später auch selber gekauft. Mhm. Und konnte damit dann auch rumexperimentieren. Und eines Tages brauchte mein Vater für Filmmusik, also der hat Werbefilme gemacht. Mhm. Und für so einen Kulturwerbefilm mhm. brauchte er musikalische Untermalung. Und da hat er mich gebeten, weil ich ja mit dem Synthesizer auch schon so ein bisschen Instrumente nachmachen konnte oder auch Gitarre spielen konnte und alles so ein bisschen selber spielen konnte, eine Musik zu komponieren, habe ich auch gemacht. Mhm. Und in einem Studio 70 in München, mhm. Einem richtig großen Studio, war für mich natürlich die Gelegenheit schlechthin. Da habe ich einen Tonassistenten getroffen und der wollte auch gern mal übers Wochenende selber Herr im Studio sein. Mhm. Und das hat sich natürlich wunderbar ergeben. Auf die Weise konnte ich übers Wochenende mal richtig ein großes Münchner Studio mhm. Ganz allein da drin schaffen. Und der Tonassistent hat sich auch gefreut, weil er auch mal ganz allein da sein konnte. Und dann sind drei Stücke daraus entstanden, mit denen ich wiederum dann einen Plattendeal gekriegt habe, meinen allerersten. War das dann dieses Album Nazis? Ja, genau. Das, was jetzt deine Mutprobe ist, wenn du es anhören magst, ja, willst, genau. darfst? Ja. Aber es kann ja nicht schlecht sein, oder? Also wenn du sagst, Mutprobe? Das ist war ganz, ganz anders noch wie jetzt. Also damals habe ich nie darüber nachgedacht, was ein Refrain ist oder mhm. was so eine Strophe ist oder ein Text oder eine eingängige Zeile im Refrain oder sowas. Ich kam von einer ganz anderen Musikrichtung, so von Yes oder Genesis. Das war in den 70er Jahren mhm. für heutige Ohren völlig unnachvollziehbare Klänge. Mhm. Und von dieser Richtung kam ich und da habe ich eben dann versucht, auf Deutsch das in diese Richtung zu lenken. Und das war jetzt kein Erfolg, konnte auch keiner werden. Mhm. Und deswegen auch Mutprobe, wenn man es jetzt hört. Das geht wirklich vom Hundertsten ins Tausendste. Okay. Und wie kam das dann, dass du nach Amerika kamst? Du warst, glaube ich, ein Jahr in Amerika? Ja. Das kam so, ich muss kurz revidieren. Ach ja, genau. Ein Produzent von einer Gruppe, Amondyl, das war auch eine Gruppe, da habe ich auch mal kurz mitgespielt in den 70er Jahren. Ich bin jetzt auf dem falschen Gleis. Er hat mich auch gefragt, ob ich für eine Amerika-Tournee mit Amondyl Orgel spielen könnte. Mhm. Aber das war nicht der Punkt, warum ich wirklich in Amerika war. Das habe ich jetzt verwechselt. Ich habe in einem ganz kleinen Studio in München mit einem befreundeten Gitarristen, Demos, sogenannte musikalische Skizzen, wenn ich das auch verdeutschen würde, aufgenommen. Und das hat ein Produzent gehört, der in Amerika war. Und der hat uns dann rüber zitiert. Okay. Und da habe ich meine ganzen Keyboards verkauft. Das waren damals immerhin so ein Klavierflügel, so ein Live-Flügel mhm. und mein Synthesizer und noch verschiedene Verstärker, um das Geld zusammenzukriegen, um darüber zu fliegen. Okay. Und ich habe das dann auch gemacht und letzten Endes habe ich aber die ganze Zeit nur gewartet da drüben. Und das ging von Woche zu Woche immer wieder vertrösten. Mhm. Und irgendwann habe ich dann mal das Handtuch geworfen und habe gesagt, so jetzt bleibe ich entweder hier und das Geld geht mir aus, dann habe ich irgendwo im Supermarkt, packe ich die Tüten ein oder mhm. ich fliege wieder zurück. Und das habe ich dann auch gemacht. Gott sei Dank, ja. Ja. Und dann war ja die neue deutsche Welle hier bei genau. uns gerade richtig im Laufen. Das war toll. Da habe ich natürlich ganz anders Impuls gekriegt, mal wieder mhm. was auf die Beine zu stellen. Erstmal war ich relativ deprimiert, wo ich zurückkam, weil ich natürlich nach Amerika ich wollte zumindest als der große Star wieder zurückkommen. Klar. Man hat so Versprechungen gekriegt, gell, und dann denkt man, Mist, und jetzt wird... Ach, jeder, der Produzent hat auch gesagt, ihr werdet dann die zweiten Beatles sind, das wird ganz riesig, mhm. ja. Und naiv wie ich war, habe ich das natürlich auch geglaubt. Mhm. Aber dem war nicht so. Aber auf jeden Fall schön, dass dann hier die neue deutsche Welle war und da konnte ich wieder ganz mit neuen Perspektiven kreativ arbeiten. Mhm. Und dann kam die Münchner Freiheit zustande, aber ihr hattet, glaube ich, auch... ziemlichen Wechsel in der Gruppe, selbst bis es die Münchner Freiheit selber war. Ja, das war, also zunächst mal war da ein anderer Bassist und ein anderer Schlagzeuger, mhm. das war der Freddy Erdmann und der Günther Stolz. Mhm.
Aber das hat nicht lange gedauert. Ich glaube, 2 Jahre oder anderthalb Jahre, mhm. sowas, denke ich mal. Das ist irgendwie nicht so gut, richtig gut gelaufen. Der Bassist, der Freddy Erdmann, der hat zwar das mit begründet mhm. und deswegen war er auch in der Gruppe, aber dann für das weitere Schaffen war er einfach nicht gut genug am mhm. Instrument. Da brauchte man dann schon irgendwelche Profis auch. Mhm. Und deswegen haben wir dann die Besetzung gewechselt, praktisch ein Casting gemacht. Mhm. Okay. Mhm. Ja. Aber das war ja dann gut so. Und ja, die Münchner Freiheit ist ja, war lange. Ihr wolltet ja eigentlich ein 30-jähriges machen, aber es hat sich irgendwie so verlaufen durch das, dass du dann in Ibiza gelebt hast. Und ich denke, das war dann auch recht schwierig, bis man dann alle, wie man zusammen hatte. Und ja, das war schon eine schwierige Zeit. Das wurde dann auch immer schwieriger im Laufe der Jahre, mhm. weil sich das Live-Spielen von Münchner Freiheit immer mehr auf den Sommer und auf Festivals und Stadtfest und sowas mhm. verlagert hat. Und man musste praktisch jedes Wochenende fliegen. Klar. Und das war dann nach 40, 50 Mal im Jahr, war es irgendwann mal Schluss. Aber das war ja auch letzten Endes der springende Punkt, warum ich dann auch aufgehört mhm. habe mit Münchner Freiheit. Nicht nur das. Das war dann auch so, dass ich natürlich immer wieder auch neue Songs geschrieben habe mhm. und neue Ideen hatte, neue Texte. Und die verliefen dann so ein bisschen im Sand, weil mhm. das Publikum, was auf ein Stadtfest kommt, das kommt in erster Linie, weil es da die Münchner Freiheit spielt und weil sie ohne dich hören wollen. Mhm. Also zurück in die 80er. Genau. Und diese Reduktion der 80er Jahre, die ist für einen kreativen Menschen irgendwann mal nervtötend. Also nervtötend kann ich nicht sagen, aber wird müßig irgendwie, sich mhm. immer wieder neue Songs einfallen zu lassen. Ja. Weil man doch immer wieder identifiziert wird mit diesen 80er Jahren. Mhm. Und diese Chance habe ich eben jetzt bei meinem Solo-Projekt, dass ich mich noch nicht irgendwo reduzieren lasse, ja. sondern dass es gerade erst losgeht. Und dann auch mit meiner Freundin, hätte ich jetzt fast gesagt, weil ich bin noch so kurz erst verheiratet, aber sie ist inzwischen meine Frau. Schön. Und am 17. August haben wir geheiratet. An meinem Geburtstag. Dann gratuliere ja? ich ja. das ist sehr schön. Gut. Mhm. Nachträglich alles Gute. Ja, danke, ja. Euch viel Glück für die danke. Ehe, ja. Und dadurch hätte es jetzt wieder so einen Neustart bekommen mhm. und einen ganz anderen Charakter auch, weil die erste Single jetzt gerade mit ihr zusammen ist. Mhm. Und das ist mal wieder wie so ein Sprung ins kalte Wasser und macht mal wieder richtig Spaß. Richtig mal so wieder an was Neuem arbeiten mhm. und nicht in irgendeinen Trott verfallen. Die Gefahr besteht nach 30 Jahren. Ja, eben, dass du jetzt eben zeigen kannst, du bist Stefan Zauner und du machst jetzt diese Musik. Es ist dein Soloalbum und ja. dein erstes. Und ich mache solche Sachen wie jetzt eine Promotion-Tour mit ganz anderen Voraussetzungen, mit mhm. ganz anderem Elan, mhm. weil ich's für uns mache. Also jetzt. Das denke ich, ja. Also man muss jetzt nicht mehr so dahinter klemmen und sagen, oh, ich brauche jetzt so und so viel tausend Leute, die mir zuhören, sondern du magst jetzt einfach das zeigen, wer du bist und wie du bist mit dem Album. Obwohl ich gegen diese tausend Leute auch nichts hätte. Ja, aber dass man diesen Zwang nicht mehr im Rücken hat, dass man jetzt noch die ganzen anderen Bandmitglieder auch noch... Ach so, ja, verstehe ich. Okay. Ja, das ist erfrischend, ja. Mhm. Das macht Spaß. Das denke ich. Ja. Und ich hatte auch in dem Fall bei der Stückauswahl niemand, der damit entschieden hat. Mhm. Ich konnte eigentlich wirklich zum ersten Mal völlig alleine 14 Stücke machen, mhm. ohne den Hintergedanken zu haben, das muss jetzt eine Single sein und das darf nur 3 Minuten haben oder okay. das muss eine Textzeile haben, die jedes Radio spielt. Mhm. Sondern in dem Fall war ich wirklich mal frei. Aber ich meine, klar, logisch knüpft das natürlich an Münchner Freiheit. Ja. Aber das liegt daran, dass Münchner Freiheit auch zu 80% ich war, kann ja, ich einfach so sagen. Ja, und dass meine Stimme schon, das halt stimmt. auch das tragende Element war. Ja, das habe ich vorhin gesagt. Ja, ja. Ja, man denkt halt, wenn man Münchner Freiheit, das warst du, diese Stimme war Münchner Freiheit. Mhm. Und die habe ich halt noch. Genau, und als ich Tic Tac das erste Mal gehört habe, dachte ich, ist das jetzt die Münchner Freiheit? Und dann sagt Alfred, nein, das ist jetzt Stefan Zauner mit seinem Soloalbum. Und dachte ich, das finde ich jetzt aber gut. Und mein Tic Tac ist jetzt so ein 80er-Stil ein bisschen, finde ich. Aber ja, die ja. anderen, das ist alles so tiefgründig. Ist das aus deiner Vergangenheit einfach diese Titel, wo du gesagt hast, ich schreibe das jetzt nieder, was mir alles so in der ganzen Zeit so widerfahren ist? Ich glaube, ja, das würde ich gerne so sagen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, es liegen die Sachen oft viel einfacher. Mhm. Ich habe eine Melodie,
an die ich irgendwie glaube und die ich dann erstmal am Keyboard spiele oder so mal so ein bisschen so ein paar Details aufnehme schon zu Hause und habe dann die Melodie im Kopf oder spiele die mit dem Klavier oder singe irgendwas la 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 dazu, dass ich sie nicht vergesse. Und dann, wenn ich nach so und so viel mal hören, langsam eine Idee kriege, in welche Richtung der Text gehen könnte, dann formt sich so allmählich da eine Geschichte draus. Und dann versuche ich das noch irgendwie catchy in einem Refrain zusammenzufassen, sodass es dann letzten Endes den Song gibt. Dass jetzt da so viel drauf ist mit Zeit, dass ich letzten Endes aus diesen Songs dann diesen Überbegriff Zeitgefühl gewählt habe, das habe ich gar nicht bewusst gemacht. Also die Songs haben sich so entwickelt, wie ich jetzt gerade gesagt habe. Und hinterher habe ich gemerkt, Mensch, der ist mit Zeit, der ist wieder über Zeit. Und der ist, wer hat Angst vor morgen? Und hat auch noch der Wolfgang Adenberg, was ein Musical-Komponist ist, den Text dazu gemacht zu dem Lied Liebe besiegt die Zeit und schon wieder Zeit. Yeah. Und dann dachte ich mir, das ist irgendein Omen. Und dann habe ich den Überbegriff Zeitgefühl gewählt. Dieser kleine Wecker, der bei dem Video von TikTok rennt, hat er was zu bedeuten? Der hat nur das zu bedeuten, es war ursprünglich mal ein Coverentwurf von mir, dieser Wecker für Tic-Tac als CD. Fand ich dann aber zu unpersönlich. Wo ich das Video gemacht habe, dachte ich mir, es wäre vielleicht ein Gag irgendwie, wenn dieser kleine Wecker da durchläuft, durchs Bild. Und es ist live, das ist live. Das ist ja, genau. Live, ja. Der Unfallwagen gehört dazu. Ja. Und daraus hat sich dann die Idee entwickelt, das als kleines Emblem auch mit auf das Cover zu nehmen. Und daraus hat sich wiederum die Idee entwickelt, T-Shirts zu machen. Ja, stimmt. Auch mit meiner Frau zusammen. Also meine Frau ist jetzt keine von den Promi-Frauen, die über Nacht zum Modedesigner mutieren. Ja. So. Oh, da gibt es einige, ja? Ja, da gibt es einige. Aber das war einfach so eine Idee von uns, weil eben dieser Wecker schon vorhanden war. Schön. Liebe Zuschauer von Schlager TV und Radio VHR, wir sprachen jetzt mit Stefan Zauner über sein neues Album Zeitgefühl. Es wird am 21.09. veröffentlicht. Stefan, ich gebe dir jetzt dein erstes Soloalbum für VÖ Hammerbald in die Hand. Erzähl uns einfach darüber und davon, was dir auf dem Herzen liegt, was du uns wiedergeben magst, vielleicht von TikTok. Weil du singst es ja mit deiner Frau zusammen, auch noch ein zweites Lied, glaube ich, darauf. Ja, genau. Erzähl uns einfach, wie das alles so ein bisschen zustande kam. Hier, bitteschön. Also das auf die Idee gekommen mit meiner Frau oder damals noch Freundin, mal ein Duett zu probieren, bin ich deswegen, weil da gab es dieses eine Lied, oder es gibt dieses eine Lied, eine Welt, die es nicht gibt. Und das war zunächst mal ein Titel von der Münchner Freiheit. Der wurde aber von der damaligen Plattenfirma nicht auf das Album gewählt. Okay. Und das hat mich etwas gewurmt, muss ich ganz ehrlich zu sagen. Und meine Frau, die hat das noch viel mehr gewurmt, weil das war nämlich ihr Lieblingsstück. Und das haben wir einmal nicht eingesehen. Dann habe ich zu ihr gesagt, du, dann das machen wir Folgendes. Wir machen das jetzt rein für uns, aus Spaß singen wir das jetzt zusammen. Dann habe ich das ein bisschen umarrangiert, sodass der Refrain in einer Tonlage ist, wo sie auch singen kann. Das war ja zunächst mal nur für mich gedacht. Und dann haben wir das gemacht und das fanden, und ich war sehr erstaunt, weil sie ja natürlich mit Gesang erstmal gar nichts am Hut hatte. Sie hat zum ersten Mal im Studio gestanden, sehr nervös, muss ich sagen, weil sie betrachtet mich so ein bisschen als Perfektionist und hat dann gedacht, ich will sie ein bisschen auf die Probe stellen, sowas wollte ich aber gar nicht. Klar. Und auf jeden Fall, das klang sehr gut. Und bei diesem Tic-Tac haben wir das nochmal probiert, aber nicht, überhaupt nicht dran gedacht, dass das jemals eine Single werden könnte. Das haben wir auch wieder nur so gemacht, weil das war der letzte Titel, den wir aufgenommen haben. Und ich dachte mir, reichen 13 Titel oder machen wir noch einen 14. Und dann habe ich dem aber schon so skizziert gehabt und meine Frau hat dann gesagt, ja, machen wir es doch. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du mitmachst, dann haben wir es wieder zusammen gemacht. Und haben es dann der Plattenfirma vorgespielt und die war gleich so angetan davon, dass sie das als Single genommen hat. Da ist meine Frau natürlich aus allen Wolken gefallen. Um Gottes Willen, jetzt muss ich auch Fernsehen machen. Aber das kommt natürlich alles noch auf uns zu. Aber sie hat jetzt schon sehr gut, muss ich sagen, sehr professionell mit mir zusammen
so eine Promotour gemacht. Also das heißt in München die ganzen Tageszeitungen und die Boulevardpresse und auch in Hamburg nochmal dasselbe. Und da, das hat sie wirklich sehr gut gemacht. Dann ist auch so ein bisschen aufgelockert dann, lockerer geworden in dieser Beziehung. Sodass wir jetzt dem Fernsehen ganz gelassen entgegenwirken. Entspannt, ganz entspannt kannst du denn dahin. Aber ich denke, aber die Aufregung wird schon noch da sein. Sicher, aber wenn ich daran denke, wie aufgeregt ich war am Anfang bei der ersten Fernsehsendung. Oh, jetzt habe ich mich da... Nein, passiert gerade. Nichts. Alles gut. Wie aufgeregt ich war. Ich kann mich noch daran erinnern, meine erste Fernsehsendung war die Drehscheibe. Das gibt es jetzt nicht mehr, aber das war so was Ähnliches wie die Abendschau im ZDF. Drehscheibe hieß das. Und da sind wir aufgetreten mit Zeig mir die Nacht, Marie, mit der ersten Single. Und da ist an einer Stelle so eine Pause. Und ich dachte mir, als besondere Schaueinlage kann ich mich da mal um mich selber drehen. Blöde Idee, weil die war viel zu kurz, die Pause. Ich habe es nur bis zur Hälfte geschafft. Dann habe ich gemerkt, schaffe ich nicht ganz. Dann habe ich mich wieder zurückgedreht. Das hat so blöd ausgeschaut. Und dann habe ich mich so blamiert. Und dann habe ich schwitzen angefangen. Das war mein erster Fernsehauftritt. Ging voll in die Hosen. Und, ja, dann hat man gleich die Impfung gesagt, so, und das mache ich jetzt nie mehr. Jetzt weiß ich, wie ich es besser mache. Ja. Aber es gehört dazu. Ich denke, das zeigt dieses Authentische von den Menschen, dass man sagt, ja, man ist nicht immer perfekt. Und man macht halt auch mal... Nach wie vor auch so eine gewisse Nervosität ist, glaube ich, auch ganz gut, muss man auch haben. Gerade bei Live-Auftritten ist es wichtig, weil sonst, wenn du es zu sehr gewohnt bist und zu sehr Routine wird, das merkt dann auch das Publikum. Das will ja auch so ein bisschen Adrenalin. Genau, wenn das Publikum hat Adrenalin, dann musst du auf der Bühne auch das haben. Ja. Bevor man abstumpft und es mechanisch macht, ja, das stimmt. Sonst wird man arrogant. Was will der da oben? Ja, stimmt, und da gibt es viele davon. Ja. Ja, schön. Freust du dich, wenn es veröffentlicht wird? Sehr, weil das ist für mich eine sehr spannende Sache, sowas von der Pike auf selber gemacht zu haben. Das ist ja auch das Cover und alles, das ganze Inlet, was da drin ist, mit den Texten und sowas, haben wir alles selber fotografiert. Sie hat mich fotografiert, ich habe sie fotografiert. Und so ist das Ganze entstanden. Und da kommt mir meine grafische Ausbildung auch wieder zugute. Ja, klar. Weil ich das dann auch selber machen kann. Darf ich das gerade mal aussehen? Ja. Ich muss meinen Zuschauern jetzt hier mal was zeigen. Und zwar... Sogar die CD selbst ist eine Uhr, finde ich total stark. Ja, also es hat einfach den roten Faden mit der Zeit. Und man sieht auch selber so, oder ich sehe es jetzt an mir, wieso dann die Zeit vergeht, aber dass es trotzdem immer noch dieses Schöne ist an der Musik, dieses Authentische und Echte, dieses Gefühlvolle. Und das finde ich gut, ja. Ja, danke. Also Stefan Sauner ist immer noch... Ja, und das zeigst du richtig, ja, wer du bist. Ich kann auch gar nicht. selbst wenn ich wollte, also da müsste ich meine Persönlichkeit von einem Tag auf den anderen so sehr stark ändern, dass ich morgen anfange zu rappen, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Nein. Ja. Aber viele verstellen sich so und meinen, sie müssen jetzt in ein Schema passen und schrecklich, ja. Ja, nee, das könnte ich nicht. Also das war schon immer so. Das Musik, die dann bei mir aus dem Gefühl entspringt, die entspricht auch dem. Ja, ja. Das hört man auch an deiner Stimme. Du hast ja nicht so eine, diese typische Mannstimme beim Singen, sondern du hast dieses Klangvolle, dieses Gefühlvolle. Viele brummen ja einfach nur vor sich hin, viele Männer. Nein, das finde ich einfach schön, ja. Ja, vielen Dank. Ja. Ja, ich glaube, wir können heute noch ewig weiter quatschen, aber unser Alfred hat zeigt schon auf die Uhr. Liebe Zuschauer von Radio oder Zuhörer von Radio VHR und Zuschauer von Schlager TV, ich habe jetzt noch dieses Vergnügen, dass ich noch privat ein bisschen mit Stefan Sauner sprechen darf. Wir machen noch ein paar tolle Fotos. Du darfst noch an unsere Wall of Fame unterschreiben. Ich hoffe, du findest einen ganz tollen Platz. Bestimmt. Diese Wand wird ja versteigert. Ich sehe sie schon, da habe ich genügend Platz noch. Kinderhospiz. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, Spaß gemacht. Ihr habt einen kleinen Einblick kriegt, wie Stefan Sauner so ist, dass er nicht nur Münchner Freiheit ist, sondern auch solo was Tolles auf die Beine stellt. Kauft das Album, am 21.09. wird es veröffentlicht. Ich hab's schon, Edge. Ich freue mich sehr, dass ich es hören darf. Und kauft's fleißig, bleibt Fans, werdet Fans. Ich danke dir, dass du da warst. Ich danke auch. Hat mir Spaß gemacht. Das freut mich, das finde ich schön, obwohl ich jetzt ein bisschen aufgeregt war, aber... Die Nervosität ist gesunken. Ich war auch aufgeregt. Gut, ist auch gesunken. Dann bin ich froh,
Ich sage tschüss und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.